Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei unserem Webcast zum Thema Continuous Data Protection, eine Option mehr bei Ransomware. Ich habe heute ein paar Themen auf der Agenda, die wir hier so nach und nach einfach mal abarbeiten wollen. Das soll nicht langweilig werden für Sie. Ich muss aber vorneweg vielleicht für die, die das erste Mal in einem Webcast von uns mit dabei sind, zwei, drei Worte über das Unternehmen DataCore verlieren, was wir tun. Sprechen wir kurz darüber, was Ransomware eigentlich ist. Was sind klassische Gegenmaßnahmen? Und wenn wir jetzt Continuous Data Protection betrachten, also das, was wir hier heute im Webcast letztendlich beäugen, was ist das überhaupt? Ja? Und zu guter Letzt, wie hilft mir das im Falle eines Angriffs? Und dann Zeit für Fragen. Gut, also starten wir. Wer ist denn DataCore überhaupt? Die Firma DataCore hat schon jetzt mittlerweile 18 Jahre auf dem Buckel. Wir haben aktuell 30.000 Installationen weltweit bei über 10.000 Kunden und haben prinzipiell das Thema Software-Defined Storage, wenn man so will, erfunden. Ja, Storage-Virtualisierung ist unser Kerngeschäft, unsere Kernkompetenz. Und das bedeutet aber auch, dass wir natürlich sowohl in dedizierten klassischen Speicherumgebungen wie auch in hyperconverged Infrastrukturen zu Hause sind. Und wer in der letzten Zeit ein bisschen die Presse verfolgt hat, wir haben jetzt so ein aktuelles Fokusthema, das ist das sogenannte Parallel.io. Da wird in der nächsten Zeit auch noch einiges mehr kommen. Das heißt, wir stellen I.O. auf vollkommen neue Plattformen und erlauben ihnen wesentlich mehr im Bereich von klassischen x86 I.O.-Architekturen zu machen, als sie das bis heute vielleicht angenommen haben. Die Software, über die wir sprechen, stellt einen generischen, universellen Speicherabstraktionslayer dar, also ein Unified Storage System, wenn man so will, dass Sie sowohl mit klassischen Speicherarchitekturen wie auch Cloud-basierten Storages oder hyperkonvergierten Speicherarchitekturen nutzen können. Das ist uns vollkommen egal. Also die Software ist überall applizierbar und stellt nach oben zu Ihren Anwendungen einen generischen Speicherdienst zur Verfügung, der über ein zentrales Management erreichbar ist. Und wir haben da so drei Kernthemen, das sind eben Verfügbarkeit, Performance und Effizienz, die sich dann in einzelnen Features darstellen. Und das Feature, über das wir heute primär sprechen, ist eben dann der Bereich Continuous Data Protection. Das heißt also der Technologiepart, mit dem wir Ihre Daten auf eine andere Art und Weise vor Korruption schützen können. Und gerade im Falle Ransomware ist es eben ein sehr interessantes Thema, diesem Bedrohungspotenzial zu begegnen. Ja, da sind wir dann auch schon dabei. Was ist denn Ransomware überhaupt? Was ist das dann Bedrohungspotenzial Ransomware? Also es gibt hier allerhand Meldungen, die von überall hier reinschneien. Und auf den ersten Blick sollte man meinen, naja gut, das ist relativ weit weg. Das sieht hier alles sehr englisch aus. Naja, es ist halt natürlich so, dass die meisten, die eher so ein Teil da programmieren, nicht unbedingt deutsche Landsleute sind, aber wie Sie da links unten sehen können, ja, die sind mittlerweile auch durchaus schon multilingual, das heißt, die reagieren auf ihre auf ihre Kunden, wenn man so will, und gestatten der Software mittlerweile auch basierend auf dem Landescode, wo sie ausgeführt werden, mit der richtigen Sprache zu antworten, damit auch ihre Forderungen verstanden wird. Wenn Sie in Wikipedia da mal kurz nachgucken, dann sehen Sie, was das ganze Ding eigentlich ist. Also man beschreibt Ransomware grundsätzlich mit sogenannten Erpressungs- oder Kryptotrojanern. Das heißt, es ist ein Stück Software, was sich wie ein Virus oder ein Trojaner einschleicht in Ihr System und dann ihre ganzen Daten in Geiselhaft nimmt. Das heißt, Daten verschlüsselt und durchaus bei Ihnen lässt und dann mit einer Lösegeldanforderung die Verschlüsselung der Daten ja, wieder erlauben würde. Und dieses Thema nimmt immer mehr zu und das nimmt auch ganz andere Ausmaße an. Wenn man Onkel Google mal kurz fragt,
wie das dann mit Ransomware in Deutschland aussieht, dann gibt es da eine ganze Menge an Ergebnissen, die da so auf den Tisch kommen. Und gerade vorgestern gab es da eine sehr interessante Meldung auf dem heißen News-Ticker. Da gab es eine Umfrage vom BSI zum Thema Erpressungstrojaner. Ja? Und also ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie eventuell mal auf den Heise-Ticker und lesen Sie diesen Bericht. Der ist schon sehr aufschlussreich. Da sind so ein paar Kennzahlen drin, über die sprechen. Das heißt, also tatsächlich, dieses Thema ist in Deutschland präsent. Ja? Das heißt, es gibt unzählige Unternehmen, die mittlerweile da schon entsprechend ihre Daten ja, in Haft hatten. Es ist auch eine ganze Menge Lösegeld schon gezahlt worden. Das ist auch ein interessanter Punkt, wobei auch viele oder sagen wir die Mehrzahl damit reagieren, dass sie einfach den Verlust hinnehmen und versuchen, das mit klassischen Backup-Mitteln wieder zurückzuholen, was aber im Prinzip gleichbedeutend ist mit einem Datencrash. Ja. Und das Bedrohungspotenzial aktuell im Jahr 2016 wird nach dieser Umfrage auch erheblich höher eingeschätzt. Gerade im Bereich Banken und Versicherungen ist dort eine sehr hohe oder ein sehr hohes Bewusstsein zum Thema, das ist schon eine krasse Nummer, was dort abläuft und wir müssen da irgendwas dagegen tun, weil sie natürlich dort in einem hochregulierten Umfeld unterwegs sind und da eigentlich nichts passieren darf, ja, und auch mit sehr sensiblen und kritischen Daten umgegangen wird. Und ein zweiter Schwerpunkt, wo wirklich sehr viel passiert ist jetzt in den letzten Wochen, ist im Gesundheitssektor, also Krankenhäuser und die Daten, die dort entsprechend abgelegt sind, wenn die verschlüsselt werden, das geht dort ja um Menschenleben. Ja, wie sehen denn die Infektionswege aus? Wie kriegt man diese Ransomware irgendwie in die IT-Infrastruktur rein? Es ist klassisch der Zugang, wie man so einen Kram eben bekommt. Ja. Also es wird sehr viel über E-Mails, ähnlich wie bei Phishing-Attacken agiert. Das heißt, man bekommt sehr plausibel erscheinende E-Mails zu irgendeinem kritischen Thema. Da wird dann ganz gerne das Synonym vom BKA, FBI, Polizei, wie auch immer, sogar Microsoft und PayPal und eBay verwendet. Und diese sind täuschend echt. Und in diesen E-Mails hängen dann entweder scheinbar ja, ganz normale Anhänge dran, in denen dann aber entsprechend diese Software versteckt ist, wie ein Trojaner auf dem System sich einschleicht und nach einer bestimmten Zeit plötzlich sein Unwesen treibt. Ja. Es gibt aber auch noch andere perfide Attacken. Also es gibt auch das Thema, dass sie angerufen werden, irgendwas zu tun, und dann wird so ein Teil eingeschleust. Es kann aber auch passieren, dass sie ein Einfallstor irgendwo in einem Browser haben, wenn sie mit veralteten Plugins der Browser unterwegs sind oder älteren Browserversionen arbeiten, dass dort ja, entsprechende Exploits genutzt werden und darüber ein Code eingeschliffen wird bei Ihnen. Das heißt, beim Aufklicken irgendeines Links kommt dann klammheimlich als Drive-by-Download irgendwas mit. Und eine der, sage ich jetzt mal, toughesten Themen waren Bewerbungsunterlagen, die über die Dropbox zugespielt worden sind. Das heißt also, es haben sich Leute auf Stellen beworben, haben dann entsprechend bei den Unternehmen, die da Interesse gezeigt haben, Bewerbungsunterlagen eingereicht, und in diesen Bewerbungsunterlagen waren dann aber keine PDFs drin, sondern da war dann der Trojaner drin, und dann wurden die Damen und Herren, die diese Bewerbungen erhalten haben, erpresst, ja, da die Daten wieder rauszugeben. Das heißt, man ist eigentlich nirgendwo mehr sicher, und man kann an der Stelle dann immer nur hoffen, dass man so einen Teil einfach nicht ausführt, ja, und entsprechend dann um das Thema drumherum kommt. Was ist dabei bedroht, na, wenn Sie letztendlich so eine Infektion haben? Es ist nicht wie bei einem klassischen Virus, dass entsprechend nur der lokale Rechner betroffen ist, sondern klar, es sind auch die lokalen Daten eines Desktops oder des Einfallstors selbst betroffen. Aber es werden auch alle möglichen erreichbaren Netzwerkpfade verschlüsselt. Das heißt, es werden ganze File-Server verschlüsselt, die Daten sind dann unbrauchbar. Und das heißt, je nachdem, mit welchen Zugriffsberechtigungen der Benutzer unterwegs war, bei dem die Software eingefallen ist, wird entsprechend systemweit, unternehmensweit eine Verschlüsselung begonnen. Und das geht relativ zügig.
Die neueren Ausprägungen sind dann auch in der Lage, inaktive UNC-Pfade im System aufzuspüren, also Laufwerke, zu denen sie mal verbunden waren, diese Laufwerksverbindungen wiederherzustellen und mit eventuell hinterlegten Passwörtern im Passwort-Cache dann ihr Unwesen zu treiben. Und und dann geht es entsprechend los. Wenn da ein administrativer Benutzer im Unternehmen mit einem Single Sign-On unterwegs ist, dann war es das. Ja. Klassische Gegenmaßnahmen, was kann man tun, um mit diesem Bedrohungsthema umzugehen, beziehungsweise wie kommt man da wieder raus? Ja? Was tun, wenn es zu spät ist? Ja, das eine ist natürlich ein Lösegeld zu zahlen, wobei es keine Freilassungsgarantie gibt. Also es ist kein ehrenwerter Gegenpart, der Ihnen da, der Sie um eine Spende bittet und dann da etwas dafür tut, sondern Sie sind da entsprechend mit Gangstern unterwegs und wenn die Ihnen keinen Freilassungsschlüssel schicken, dann sitzen Sie auf Ihren verschlüsselten Daten und können hoffen, dass irgendjemand eine Entschlüsselung für diese Verschlüsselung irgendwann mal an den Start bringt. Also die gute Nachricht ist, dass es den einen oder anderen Trojaner gibt, der tatsächlich heute schon, wenn man so will, geknackt ist. Aber das dauert. Also bei Petya hat das, glaube ich, 6 bis 8 Wochen gedauert. Und wenn Sie so lange entsprechend nicht auf Ihre Daten zugreifen müssen, dann ist gut. Dann heißt es hoffen. Ansonsten bleibt dann nur noch ein Backup einzuspielen. Und dabei ist ein Schlüsselwert die sogenannte Recovery Point Objective. Ich erkläre das gleich, was das bedeutet, aber am Ende sprechen wir hier über einen kalkulierten Datenverlust und Sie versuchen dann einfach das zu retten, was noch zu retten ist, und dann ist die große Frage, ja, wo ist mein Backup eigentlich? Und wenn Sie Backup on Disk haben, dann besteht wiederum der charmante Fall, dass dieses Backup eventuell mitverschlüsselt worden ist und entsprechend kein Restore möglich ist. Also es gibt durchaus belegte Fälle, wo das passiert. Und dann ist halt die Frage, haben Sie ein Backup mit Medienbruch? Können Sie also wirklich von einem Tape wiederherstellen, das entsprechend nicht verschlüsselbar ist? Ja, und dann noch am Ende, wie lange dauert das, bis meine Daten wieder zugreifbar sind? Also daraus ergeben sich dann eben weitere Fragestellungen. So, um kurz jetzt mal zu erklären, was sind RPO und RTO, Recovery Point Objective und Recovery Time Objective, haben wir hier mal so eine kurze Grafik, die das versucht in deutschen Worten zu erklären. Also wir haben irgendwo einen Datensicherungszeitpunkt. Ja? Das ist die sogenannte Recovery Point Objective. Das heißt, wann wurden meine Daten eingefangen? Ja? So, dann gibt es eine entsprechende Betriebsdauer bis zum Katastrophenfall. Also hier würde die Ransomware zuschlagen. Das ist der eigentliche K-Fall, wo es losgeht und das Ding beginnt zu verschlüsseln. Das merkt man nun nicht gleich. Das heißt, das System treibt dann sein Unwesen, bis man irgendwann bemerkt, hier geht irgendwas ab. Dann kann man beginnen, eventuell die Störenfriede auszumerzen. Aber alles, was letztendlich bis dahin verschlüsselt wurde, ist quasi weg. So, alle Daten, die von hier bis zu diesem Zeitpunkt neu entstanden sind, sind potenziell verloren. So, dann haben wir eine Phase des Nichtstuns, ja, wo letztendlich das Backup gesucht wird. Und das ist die Zeit, die uns verloren geht, bis dann die Wiederherstellung angestartet wird. Ja, und dann dauert es entsprechend die Zeit, die Daten wiederherzustellen. Und der Normalbetrieb tritt wieder ein. Und die Zeit vom Start der Wiederherstellung, bis die Daten wieder im Zugriff sind, bezeichnen wir als diese Recovery Time Objective. Das heißt, wie lange wird es dauern, bis ich wieder arbeiten kann. Also, RPO ist die Zeit, die den effektiven Datenverlust beschreibt. Das ist natürlich jetzt in so einem Falle ein weiches Kriterium, weil je nachdem, wie aktiv der Verschlüsselungstrojaner war, ist entsprechend mehr oder weniger verschlüsselt bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie eventuell eine Gegenmaßnahme beginnen. Ja. Die RTO-Zeit, die ist relativ fix. Das ist einfach so lange, wie es dauert, die Datenmenge wieder an den Start zu bringen. Gut. Dann erklären wir mal kurz, was Continuous Data Protection ist. Was tun wir dabei? Was haben Sie davon? Continuous Data Protection erlaubt, dass Sie Ihre Daten nahtlos
protokollieren. Das heißt, jeglicher Schreibzugriff auf die entsprechend geschützten Daten werden mitprotokolliert. Und Sie sind in der Lage, jede Schreibveränderung Ihrer Daten zurückzurollen, ungeschehen zu machen. Dabei ist keine Integration in irgendwelche Anwendungen notwendig. Sie brauchen keine lokalen Agenten, sondern Sie entscheiden zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach, dass Sie Ihre Daten so schützen wollen. Dann schalten Sie diese Funktion zu und sind dann in der Lage, diese Datenzeitpunkte wiederherzustellen. Sie können zusätzlich sogenannte Konsistenzmarkierungen in diese Datenströme einpflegen, wenn Sie wissen, okay, jetzt waren meine Daten besonders gut, also zum Beispiel, wenn Sie Ihr Backup tatsächlich anstarten, dass Sie diesen Zeitpunkt mitmarkieren, dass Sie wissen, okay, dieser Zeitpunkt innerhalb des Datenstroms entspricht auch dem Backup-Zeitpunkt und dann ist es ein bisschen einfacher, sich darin zu orientieren, als einfach nur die Datenzeitströme auf der Uhr vor- und zurückzudrehen. So. Das ist also das, was wir hier an der Stelle machen. Wie läuft das ab? Wie eben schon beschrieben, immer dann, wenn Daten geschrieben werden, passiert das zu einem effektiven Zeitpunkt. Ja, und zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt werden eben Daten geschrieben, die sind böse. Also sprich, das ist da, wo der Trojaner letztendlich aktiv wird. Und ab dann sind die Daten unbrauchbar. Aber alle Zeiten vorher sind in Ordnung. Und wenn Sie jetzt letztendlich auf diese vorherigen Zeitpunkte Sekunden genau springen können, können Sie den Trojaner und all sein Unwesen ungeschehen machen. Sie müssen diese Daten auch nicht auf Ihrem eigentlichen Primärspeicher ablegen. Sie können die auch auf separate Dateninfrastrukturen auslagern. Sie sind also sehr frei in der Gestaltung und der Nutzung der Mittel an der Stelle. Ja, und Sie können also hier einen entsprechenden Datentopf haben, der an einer anderen Stelle auch aufgestellt ist, um hier eine Entkopplung zu realisieren. Von der technischen Betrachtungsweise, wenn wir hier reingucken, dann ist es so, dass wenn man die Technologien für Datensicherung vergleicht, es entsprechend mehrere unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Daten zu sichern und wiederherzustellen. Es gibt das klassische Backup, was mit entsprechenden Backup-Laufzeiten to Disk, to Tape irgendwie erzeugt wird. Und da ist es so, da haben Sie tatsächlich nur einen Punkt, einen Backup-Punkt. Das ist ein sehr fixer Zeitpunkt, der in der Regel alle 24 Stunden einmal auftritt. Und wenn Sie letztendlich einen K-Fall haben, also hier der Verschlüsselungstrojaner hat zugeschlagen, verlieren Sie alles, was von diesem Punkt bis dahin passiert ist. Sollten Sie mit Snapshots arbeiten, das ist eben eine Variante, mit der Sie sehr schnell Datenzustände einfrieren können. Das passiert sehr leichtgewichtigt, hat also keine Laufzeit, wenn man so will, braucht entsprechend nur ein bisschen Speicherplatz, um diese Snapshot-Images abzubilden. Dann kommen Sie ein Stück näher ran, das heißt, die Verlustzeit wird geringer, weil Sie die entsprechend in einer höheren Frequenz ausführen können, diese Snapshots, als Ihr Backup, was Sie im Prinzip einmal alle 24 Stunden machen. Aber Sie haben immer noch hier, je nachdem, wie weit die Distanz hier weg ist, einen entsprechenden Datenverlust. Und CDP funktioniert, wenn man so will, wie eine Aufzeichnung mit einem Videorekorder. Ja. Das heißt, alle Veränderungen werden mitgenommen und zu dem Zeitpunkt, wo der Impact ist, also die Störung stattfindet, gehen Sie quasi eine Sekunde davor und alle Ihre Daten sind wieder gut. Sie müssen nur diesen Zeitpunkt finden. Und den können Sie relativ einfach lokalisieren, aufgrund dessen, dass Sie ja wissen, ab wann irgendwelche Daten verschlüsselt aufgetaucht sind, also nicht mehr brauchbar waren. Und dann müssen Sie nur den ersten Punkt finden, die erste verschlüsselte Datei, beziehungsweise wenn irgendjemand sagt, ich habe den bei mir auf dem System gehabt, dann haben Sie schon einen Annäherungspunkt und dann kann die Reise losgehen zu Ihren Daten, wo die noch in Ordnung waren. Bedeutet also, wenn man Continuous Data Protection einsetzt, kann man dieses Thema RPO zumindest mal drastisch verkürzen. Ja, das heißt, es gibt nicht mehr diesen langen Sprung zurück, sondern Sie kommen exakt auf den Punkt. Ja. Und dadurch, dass Sie eben exakt auf den Punkt kommen können, haben Sie hier sehr gute Möglichkeiten, den absolut gefühlten Datenverlust zu minimieren. Sie haben sogar noch den charmanten Vorteil, weil so ein
Trojaner arbeitet ja sich sequenziell durch ihren Datenbestand durch, mehrere Zustände abrufen zu können und auch Daten, die, sagen wir mal, kurz vor Detektierung des eigentlichen Störfalles noch angelandet sind, aus diesen Störungsdaten rauszufischen. Ja, das heißt, also Sie haben hier eine sehr hohe Flexibilität in der Wiederherstellung und in der Identifikation Ihrer eigentlichen Datenbestände. Die Wiederherstellungsdauer kann genauso extrem eingekürzt werden, weil Sie jetzt entweder in diese Datenbestände direkt reingreifen können, also nur Einzeldateien wiederherstellen oder und die halt dann zurückkopieren, was dann entsprechend diese Kopierlaufzeiten sind, oder Sie sagen sogar, dieser Datenbestand wird zu einem neuen Primärdatenbestand promoted und dann arbeiten Sie einfach darauf weiter. Also das ist je nachdem, wie stark die Störung fortgeschritten ist, können Sie dann an der Stelle auch noch entscheiden, zurückkopieren oder instant live setzen und können dann damit auch wieder sehr flexibel auf die eigentliche Wiederherstellungsdauer und die Dauer der Störung an sich Einfluss nehmen. Gut, und der Rücksprung, ja, Back to the Future, funktioniert tatsächlich im Prinzip wie hier auf dem Bild dargestellt. Sie haben in der Oberfläche einen Zeitstrahl, auf dem Sie die Zeit identifizieren, die Sie gerne hätten, können die dann sekundengenau justieren und dann springen Sie auf den Punkt. Und haben Sie Konsistenzpunkte markiert, können Sie auch die alternativ auswählen, ja, und einfach sagen, an die Sprungmarke würde ich gerne gehen. Oder irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, es war eben um 11.09 Uhr gut und dann stellen Sie genau diese Zeit ein und dann haben Sie instant ein Image zur Verfügung, in dem Sie dann reingucken können und in dem Ihre Daten wieder in dem Zustand erscheinen, wie sie eben um 11.09 Uhr waren, wenn es jetzt 10.22 Uhr ist am Folgetag. Also das ist überhaupt kein Ding. Ja, die Einsatzszenarien für CDP sind halt recht interessant. Sie haben einerseits mal kein Sicherungsfenster im klassischen Sinne mehr, also zumindest für die Wiederherstellungsthemen. Sie kriegen die Rücksicherungszeiten auf ein absolutes Minimum reduziert und RPO ist also extrem. Das Thema RPO geht tatsächlich gegen absolut null und RTO, also die Dauer der Wiederherstellung, kann auch extrem eingekürzt werden. Die geht halt gegen null, weil es dauert, bis sie das alles geklickt und gemacht haben oder geskriptet haben. Vielleicht auch noch 2, 3 bis 5 Minuten, bis tatsächlich die erste Platte dann wieder sichtbar ist. Aber es ist halt extrem schnell. Und Ihnen bleibt auch die Möglichkeit, forensische Analysen durchzuführen. Das heißt, wenn Sie so ein Angriffsmuster zum Beispiel analysieren wollen, um herauszufinden, wo kam das Ding her, über welche Shares hat das angegriffen, dann können Sie sich für genau diese Zwecke entsprechend viele Recovery Points erzeugen, die alle nebenhin legen, quasi parken und dann mit diesen geparkten Punkten tatsächlich sich langsam in der Zeit durch den Angriff durchbewegen, durchsimulieren und betrachten, was dort abläuft. Also das ist natürlich dann auch für die Nachbetrachtung ein sehr interessanter Punkt, um zukünftige Angriffe dann in diesem Zusammenhang eliminiert zu bekommen. Ja, wie hilft mir das jetzt im Falle eines Angriffs konkret? Was würde ich tun, wenn ich jetzt CDP aktiviert habe und so ein Trojaner fällt bei mir ein? Es gibt eine sehr einfache Methode, diesen Angriff zu erkennen. Und zwar in dem Moment, wo wir ja diese Veränderungen mitschreiben, ja, wir protokollieren ja alles mit, ist es so, dass wenn der Trojaner sein Unwesen beginnt, eine sehr hohe Schreibaktivität beginnt. Die wird jetzt nicht unbedingt direkt erkannt. Ja, weil das ist halt I.O., der in Ihrem System passiert. Und da wird kein Alarm erstmal anschlagen, weil normalerweise ist das, irgendeine Applikation arbeitet heute besonders gut und darum ist bei uns auf der Storage-Umgebung halt heute ein bisschen mehr los. Was Sie aber erkennen können, ist halt, dass dieses Continuous Data Protection Log schlagartig anwächst. Weil natürlich sehr, sehr viele Daten umgewälzt werden, auf die normalerweise wahrscheinlich höchstens lesend zugegriffen wird. Sie sehen also dann, dass diese Log-Size ansteigt, ja, und da können Sie entsprechend eine Markierung setzen, wenn Sie wissen, in welchem Bereich sich dieses Log normalerweise bewegt, ja, oder wenn es zum Beispiel über das Maximum ansteigt. Also das History-Log ist in der Lage, auch, sagen wir, über die definierte Größe hinaus
zu wachsen, um einen zusätzlichen Schutz zu bieten. Und Sie haben die Möglichkeit, entsprechend hier einen Threshold zu setzen, wo Sie sagen können, wenn ich jetzt auf über 100% anwachse, dann würde ich gerne einen Alarm haben. Ja, und dann wissen Sie, oh, hier geht gerade was ab, was ich nicht brauche. Das andere, wenn sich innerhalb des Logs bewegt, das heißt also das ganze Destaging mit dem Logging-Mechanismus nicht aus dem Ruder läuft, aber die sogenannte Retention Time plötzlich unter das übliche Limit sinkt, dann wissen Sie auch, dass im Moment ein hohes Umweltmomentum stattfindet auf Ihren Datenbeständen und das nicht zu Ihrem Tagesmuster gehört. Und damit können Sie eine Verhaltensänderung im System identifizieren und ebenfalls hier entsprechende Alarme setzen. Und da gibt es hier einen Punkt, wo Sie festlegen können, wenn die Schutzzeit unter ein bestimmtes Minimum absackt, dass Sie dann einen Alarm bekommen. Und wenn dort normalerweise bei Ihnen im System 2 Wochen eben als Schutzzeit definiert sind und plötzlich da nur noch 1 Woche alarmiert wird, dann wissen Sie, hier ist irgendwas unterwegs und dann können Sie beginnen, auf Basis der Platten, die entsprechend dann die Alarmierung auslösen, feststellen, wer hat da Zugriff drauf, welche Applikationen wohnen da, welche Benutzer sind da drauf und können letztendlich auch sagen wir, den Sektor innerhalb des Unternehmens eingrenzen, in dem der Trojaner unterwegs ist und dann halt Gegenmaßnahmen starten. Ja, die eigentliche Abwehr funktioniert relativ einfach. Sie führen ein Rollback aus. Ja, und was Sie aber vorher tun sollten, ist auf jeden Fall mal den kompromittierten oder die kompromittierten Rechner vom Netzwerk trennen. Also das Erste, was Sie machen müssen, ist die Dinge abschließen. Ja, weil die sind ja dann weiterhin am heftig verschlüsseln. Und selbst wenn Sie dann zurückrollen, alles, was Sie dann wieder herstellen, wird ja weiter verschlüsselt. Also sollten Sie gucken, dass Sie die möglichst schnell identifizieren und erstmal isolieren, abtrennen. Auf Basis dieser abgetrennten Systeme können Sie dann sehr schnell feststellen, wann die Verschlüsselung begonnen hat. Weil Sie sehen ja dann anhand von bestimmten Alarmen innerhalb des lokalen Systems, wann hat er oder der Daten, der Schreibdaten, der verschlüsselten Dateien, also wann sind die verschlüsselt worden oder zurückgeschrieben worden, können Sie Datum und Uhrzeit des Angriffsstarts relativ genau ausmachen. Dann versuchen Sie eben ein paar Sekunden vor diesen Bereich zu springen mit einer Rollback-Disk, können die dann auch prüfen, gucken da einfach rein in diese Disks und sehen dann ja, sind die Daten in entsprechenden Shares oder was auch immer, sind die noch verschlüsselt, sind die nicht verschlüsselt und tasten sich dann an den nächsten Zeitpunkt heran, wo alle Daten unverschlüsselt sind. Dann können Sie aber sich weiter auch an die letzten erzeugten guten Daten herantasten, indem Sie weitere multiple Rollback-Punkte erzeugen, bis zu dem Zeitpunkt hin, wo Sie letztendlich die Systeme gestoppt haben, um möglichst alle Dateien abzufischen, die vom Start des Angriffs bis zum Stoppen des Angriffs noch auf diese Disks entstanden sind. Und diese Images können Sie alle Side-by-Side behalten. Ja, und dann identifizieren Sie Ihren verschlüsselungsfreien Datenbestand und kopieren den einfach wieder auf die Live-Datendisk zurück. Ja, oder Sie führen entsprechend diesen Instant-Weg aus, das heißt, Sie führen eine Promotion des Rollback-Punkts aus in eine separate Datendisk und erklären dann, dass Sie ab sofort mit dieser promovierten Disk weiterarbeiten und die entsprechend als Ihren neuen Live-Datenbestand betrachten. Dabei bleibt dann das alte System im Hintergrund liegen. Sie haben immer noch die Möglichkeit, auf diesem eingefrorenen Altdatenbestand weiterhin irgendwelche Rollback-Punkte auszukoppeln, um auch dort eventuell noch Daten zu retten, rauszuziehen und diesen neuen unverschlüsselten Zeitpunkt, den Sie festgelegt haben, noch mit fehlenden Daten zu beschicken, die eventuell fehlen. Also Sie haben, wie gesagt, hier eine sehr hohe Flexibilität an der Stelle, diesem Thema entgegenzutreten. Ja, allerdings noch ein Wort der Warnung. Ja, CDP klingt zwar jetzt wie die eierlegende Wollmilchsau, ist es aber nicht. Ja, also CDP ersetzt kein Backup, weil wir an der Stelle keinen echten Medienbruch haben. Das heißt, verschiedene andere Dinge, die ein Backup erledigt, wie zum Beispiel Auslagern von Daten in einen externen, sage ich jetzt, Mediensafe oder so irgendwas, das kann natürlich ein CDP nicht leisten.
Na, es ist kein Medienbruch vorhanden, das heißt, die Daten bleiben auf Platten liegen. Ist Ihr Plattensystem physisch defekt, sind die Daten natürlich auch weg. Ja. CDP repliziert auch keinen Datenbestand in den DR-Standort, wobei Sie allerdings Continuous Data Protection koppeln können mit einer Datenreplikation. Das heißt, Sie können die Daten in einen DR-Standort replizieren, dort ein Continuous Data Protection mitlaufen lassen und über die Konsistenzmarken Ihre Datenzeitpunkte aus dem Primär-Data-Center in dem Remote-Standort präsent machen und sich dann in diesem, sage ich jetzt mal, abgekapselten Zeitkontinuum, aber unabhängig bewegen. Das heißt, es kann durchaus funktionieren, ja, allerdings brauchen Sie dann auf jeden Fall auch noch die Replikation mit dazu und ein CDP am sogenannten Remote-Standort. Und letzter Punkt ist natürlich, CDP ersetzt nicht den gesunden Menschenverstand. Das heißt, auch wenn Sie CDP geschützt sind, bleiben diese anderen Themen, die Einfallstore zu verschließen, trotzdem natürlich gesetzt. Ja, also schauen Sie, dass nicht jede E-Mail aufgemacht wird, trauen Sie nicht jedem Anhang. Ein PDF, was noch ein ZIP hinten dran hat, ist schon mal irgendwie verdächtig. Oder ein ZIP, was noch ein EXE hinten dran hat. Oder eine TXT, die ein DOCX ist. Das sind alles so Dinge, die Sie auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Aber ansonsten, ja, sind Sie damit in der Lage, diese verschlüsselten Daten wieder zu befreien. Gut, zusammenfassend. Also, Ransomware ist kein Mythos. Ja? Es ist da. Es ist da, es kann jeden treffen. Und auf Basis der, der perfiden Angriffsmethodiken ist es auch nicht so, dass man sich einfach freisprechen kann, davon nicht betroffen zu werden, weil man einen guten Grundschutz hat. Der Angriff kann stattfinden, egal wie gut man sich versucht zu schützen. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass ein Administrator davon betroffen ist, der umfassende Zugriffsrechte hat. Und in dem Moment sind entsprechend auch Serverdaten betroffen. Also auch der zweite Punkt, es sind sowohl lokale Daten wie auch Serverdaten betroffen, sofern die über Netzwerkshares erreichbar sind. Das mit dem Geld bezahlen an Geiselnehmer kennen Sie ja auch aus jedem guten Krimi. Ja, zahlen Sie kein Geld an Geiselnehmer, die kommen wieder. Und Sie wissen auch nicht, ob Sie Ihre Daten wieder bekommen. Also keiner kann Ihnen sagen, dass die Daten auch wirklich freigelassen werden. Also ganz wichtig, schaffen Sie die Awareness bei Ihren Anwendern. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter und geben Sie Informationen zum Verhalten bei entsprechenden Ransomware-Angriffen raus. Sollten Sie Bitcoin-Überweisungen auf Spesenabrechnungen sehen, ist das ein verdächtiger Punkt. Also dann war vielleicht schon mal was und Sie haben es nicht mitbekommen. Und darum seien Sie vorbereitet und treffen Sie Maßnahmen dafür, was passiert, wenn es passiert ist. Also sowohl auf technischer als auch auf organisatorischer Ebene. Gut, das wäre im Prinzip das, was ich Ihnen heute näher bringen wollte und ich würde dann in dem Moment jetzt die Zeit für Fragen öffnen. Und Sie dürfen dann gerne Ihre Fragen stellen. Ich habe hier auch schon eine ganze Menge an Fragen. Ich werde die dann mal jetzt Stück für Stück beantworten. So, die erste Frage, die ich jetzt hier auf dem Schirm habe, lautet: Wie speicherintensiv sind die Aufzeichnungen im Verhältnis zu Snapshots? Die Aufzeichnungen sind vergleichbar zu dem Volumen, was entsprechende Snapshots erzeugen. Da wir die Schreibdaten aufzeichnen, ist es so, dass wir beim erstmaligen Schreiben der Daten ja auch eine Kopie in einen Snapshot erhalten. Wird jetzt ein Datenbestand mehrfach überschrieben, ist es an der Stelle so, dass die Snapshots eventuell schlanker sind, ja, weil die eben nur das erstmalige Überschreiben der Daten mitnehmen, während das Continuous Data Protection jeden Überschreibzustand mitnimmt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass bei Snapshots unscharf gearbeitet wird, also aufgrund dessen, dass bei Snapshots normalerweise versucht wird, sehr schnell einen sogenannten Copy-on-Write durchzuführen, wird versucht, einen etwas größeren Datenbestand in die Sicherung, also in die Snapshot-Kopie zu überführen, wenn die
überschrieben werden sollen und dann Snapshots in der Regel schneller anwachsen mit unscharfen, mit unscharfen Beifang, der damit reingeht. Und da ist CDP halt an der Stelle sehr genau und nimmt eben nur das mit, was tatsächlich überschrieben wird. Die Speicherintensität können Sie aber definieren. Das heißt, wenn Sie das CDP-Log letztendlich technisch begrenzen aufgrund der Größe, die Sie vorgeben, schrumpft einfach nur Ihre Uhrzeit, ja, mit dem Sie oder die Sie geschützt haben. Also wenn Sie, sage ich jetzt mal, 500 Gigabyte vorgeben als Protection Log, dann können da 2 Wochen reinpassen. Wenn Sie aber sagen, Sie wollen nur 100 Gig, dann passen da vielleicht nur noch 4 Tage rein, aber das kann für Sie ausreichend sein. Und damit können Sie das auch steuern. Ja, Sie können also das entsprechend festlegen an der Stelle. Gut. So, nächste Frage. Diese lautet, wenn ich mich um 12 Uhr einmal entschieden habe, auf L45 zurückzuspringen, kann ich dann auch noch wieder auf L50 vorspulen? Vorspulen können Sie nicht, aber Sie können sagen, Sie erzeugen einen Zeitpunkt 11.45 Uhr und wenn der Ihnen nicht gefällt, dann erzeugen Sie einen zweiten Zeitpunkt 11.50 Uhr und einen weiteren Zeitpunkt 11.51 Uhr und 30 Sekunden und dann einen Zeitpunkt 11.51 Uhr und 35 Sekunden, bis Sie dann den Punkt haben, der Ihnen am besten gefällt. Also die existieren alle nebeneinander. Spulen in den Daten in dem Sinne tun Sie nicht, sondern eben mehrere Einsprungpunkte definieren und die können auch alle nebeneinander leben, die können alle parallel ausgekoppelt werden und Sie können sich auch irgendwann nur für einen entscheiden und alle anderen wegwerfen. Ja, also das ist genauso möglich. So, nächste Frage. Für welche Art von Daten funktioniert die Instant-Wiederherstellung? Wenn auf dem Speicher virtuelle Maschinen laufen und in einer VM die Ransomware aktiv wird und ich dann eine Wiederherstellung mache, laufen die VMs weiter. Ja, sowas ist tatsächlich möglich. Also Sie können, wenn Sie mit einer virtuellen Maschine einen Ransomware-Angriff erleben, den kompletten Storage, wo auch noch weitere virtuelle Maschinen drauf leben, als Rollback-Point in der Zeit zurückversetzen. Die restlichen virtuellen Maschinen laufen erstmal weiter, weil ja der eigentliche Datenbestand nicht berührt wird, sondern es wird eine separate neue Instanz erzeugt, in der dann alle virtuellen Maschinen, auch die mit der Ransomware betroffen ist, entsprechend in der Zeit zurückgedreht wird, aber wie gesagt auf einer separaten Kopie. Diese separate Kopie können Sie dann bei Ihrem Hypervisor einhängen und nur diese eine VM anstarten. So, und diese eine VM, die Sie dann angestartet haben, die dann eben wieder in Ordnung ist und unverschlüsselt erscheint, die können Sie dann über Mittel des Hypervisors zum Beispiel live auch wieder in Ihren alten Data Store zurücktransferieren. Also es gibt ja mittlerweile Storage Live Migration Services bei VMware und bei Hyper-V, mit denen Sie dann das System im laufenden Betrieb wieder auf die alte Position zurückbewegen können, ohne dass dabei die anderen virtuellen Maschinen in Mitleidenschaft gezogen werden. Also das ist genauso möglich, da das am Ende ja dann nur ein Dateihandling ist. Ja. So, hier ist jetzt eine Frage, ich dachte CDP speichert ausschließlich konsistente Daten. CDP speichert alle Daten. Da sind sowohl die konsistenten wie auch die inkonsistenten mit drin. Wenn Sie aber einen Zeitpunkt auswählen, ja, dann ist es so, dass das System eine Datenkonsistenz innerhalb des Data Streams identifiziert und einen konsistenten Zustand am nächsten gelegen zu Ihrem gewählten Zeitpunkt zurückpräsentiert. Das heißt, egal welche Uhrzeit Sie wählen, was da rauskommt, ist aus Ihrer Sicht, wenn Sie die Daten dann wieder konsumieren, in sich geschlossen konsistent, während der Datenstrom aber alles mitnimmt, nahtlos mitnimmt, alle konsistenten wie auch unkonsistenten Punkte. Nächste Frage. Gibt es eine Empfehlung oder eine Kooperation mit einem anderen Hersteller zur zweifelsfreien Feststellung einer Infektion mit einem, in Anführungszeichen, Locky? Naja, keine Ahnung, wie man das zweifelsfrei feststellen kann
oder feststellen will. Am Ende haben Sie irgendwo so ein Stück Software laufen, dass Sie dann mit dem Totenschädel angrinst und sagt, ja, die Daten sind jetzt weg. Oder wenn Sie diesen anderen, den neuen hier jetzt haben, den Jigsaw, der dann sagt, ja, die Daten sind jetzt mal verschlüsselt und wenn das Geld nicht bezahlt wird, wird pro Stunde eine Datei erschossen. Ja, also das passiert einfach und wie soll ich sagen, die Panik in den Augen des Anwenders wird Ihnen zweifelsfrei erklären, ob Sie einen Angriff haben oder nicht. Ja, und da müssen Sie halt in dem Moment dagegen vorgehen. Sie merken es auch dann, wenn die Dateien halt nicht mehr brauchbar sind. Dann ist hier noch eine Frage, sind hier auch Angriffe auf Datenbankserver bekannt? Ja, wie soll ich sagen? Ja, nein. Direkt in die Datenbank hinein wird so ein Angriff nicht stattfinden. Was aber passiert ist, wenn jetzt ein administrativer Benutzer, also ein Datenbankadministrator, von so einem Angriff betroffen ist und er Laufwerke des Datenbankservers über einen Share noch im Zugriff hat, dann kann natürlich so ein Trojaner in den Datenbankserver reingreifen und nicht geöffnete Dateien des Datenbankservers verschlüsseln. Also so Sachen wie zum Beispiel Archive-Logs, Konfigurationsdateien, was auch immer, können dann in dem Moment verschlüsselt werden und damit sind die Daten nicht mehr brauchbar. Es reicht ja da auch nur, ein Subset der Gesamtdaten zu verschlüsseln, um das Gesamtdatenkonstrukt des Datenbankservers lahmzulegen. Von daher sind da auch Situationen bekannt, wo natürlich solche Systeme betroffen waren, abhängig davon, inwieweit der Benutzer darauf Zugriff gehabt hat. So, dann habe ich hier einen ganzen Satz voll Fragen. Die versuche ich jetzt gerade mal hier in meiner Liste zu finden. So, erste aus diesem ganzen Paket. CDP 14 Tage veränderbar, Einstellung pro virtuelles Volume. Beides ja. Also ich kann den Zeitraum über die Größe des entsprechenden Protection Logs definieren und ich kann diesen Zeitraum und das Protection Log pro virtueller Disk individuell definieren. So, wo ist jetzt hier die zweite Frage von dem Kollegen? Wie wird Filesystemkonsistenz mit CDP sichergestellt? Die Filesystemkonsistenz mit CDP wird sichergestellt, indem wir letztendlich alles mitnehmen, damit auch sogenannte Sync-Requests des Dateisystems natürlich im Stream wiederfinden. Und diese Sync-Requests werden dann bei der Wiederherstellung herangezogen und entsprechend dort das Dateisystem dann auf diesen Punkt gebracht, wenn Sie einen Zeitpunkt auswählen. Also immer der nächstgelegene Sync-Zeitpunkt wird dann da gefunden und der wird Ihnen offeriert. Also Sie geben nur die Uhrzeit vor und den Rest macht das System. Haben Sie jetzt Dateisysteme, die über mehrere Disks gespannt sind, dann sind Sie in der Lage, Konsistenzpunkte auf Basis von Gruppen zu definieren. Und diese Konsistenzpunkte liegen dann in einer separaten, wenn man so will, Datenbank drin. Und über diese Datenbank können Sie dann diese Konsistenzpunkte abfragen. Die sind entsprechend dann benannt. Also Sie haben einen Namen und eine Versionsnummer. Und mit diesem Punkt sind dann Millisekunden genau die eigentlichen CDP-Punkte in den verstreuten einzelnen Disks definiert. Und die werden dann punktgenau angefahren. Ja. Das ist aber dann etwas anderes Vorgehen, wenn Sie mit einem Konsistenzpunkt arbeiten. So, habe ich von dem Herrn noch eine weitere Frage gehabt. Nein. Okay. Nächste. Wie sieht es mit Lizenzen für CDP aus? Wie wird das Feature lizenziert? Ja, das Feature wird relativ einfach lizenziert. Sie sagen, dass Sie es gerne hätten. Und in dem Moment, wo Sie es gerne hätten, sind diese 14 Tage Rücksprungdauer lizenziert. Und zwar für alle Systeme, auf denen Sie sagen, Sie hätten es gerne lizenziert. Und für das ganze Storage-Volumen, das Sie eben in Benutzung haben. Je nachdem, was Sie für eine Data-Core-Lizenz gekauft haben, kann es sogar sein, dass das Feature schon mit drin ist. Also in den größeren Enterprise-Klasse-Lizenzen ist die Funktion immer standardmäßig mit drin. Bei den kleineren Mittelstands- und Einstiegslizenzen ist es so, dass diese Funktion optional kaufbar ist, aber in der Basislizenzierung zunächst erstmal nicht drin ist. Ja, aber zuschalten können Sie es immer und dann ist es ein einmaliger Schlüssel, der dann Ihr komplettes System mit der Funktion ausstattet.
Nächste wichtige Frage, wie groß ist der Impact auf die Leistung durch aktives CDP? Wie sieht es im Verhältnis zum negativen Impact von Snapshot aus? Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil in der Regel die Leistung durch CDP, so schräg das klingt, verbessert wird. Das hängt damit zusammen, dass wir für CDP eine rein sequentielle Aufzeichnung des Datenstroms durchführen und ein Storage mit sequenziell geschriebenen Daten deutlich leichter umgehen kann, als wie mit verteilten, also sogenannten Random Daten. Das heißt, dass die zusätzliche Verarbeitung, die wir für das Destaging und Rücksortieren der Daten wiederum in den Live-Datenbestand aufwenden müssen, wird komplett aufgehoben und teilweise sogar noch verbessert durch die sequentielle Erstspeicherung der Datenbestände. Also Sie spüren unterm Strich praktisch nicht, dass es läuft. Und das ist tatsächlich anders als bei Snapshots, wo Sie mit jeder weiteren Snapshot-Instanz eine zusätzliche Copy-on-First-Write-Option haben und entsprechend Ihr Kopiervorgang entsprechend potenziert und vervielfacht wird mit jeder weiteren Snapshot-Instanz. Und damit ist CDP wesentlich leichtgewichtiger als eine Snapshot-Architektur. Gibt es eine Möglichkeit, VMware-Snapshots automatisiert zum richtigen Zeitpunkt zu erstellen? Also automatisiert Snapshots zu erstellen, das geht zum richtigen Zeitpunkt. Das ist das typische Problem mit Snapshot. Ich sage da ganz gerne, ein Snapshot ist toll, aber ein Snapshot macht man immer dann, wenn man ihn nicht braucht und dann, wenn man ihn bräuchte, hat man keinen gemacht. Und CDP eliminiert eben genau dieses Problem, ja, weil Sie keinen Zeitpunkt definieren müssen, sondern hinterher sagen, da hätte ich gerne mal besser einen Snapshot gehabt und dann justieren Sie entsprechend Ihren CDP-Rollback-Point genau auf diesen Zeitpunkt und dann haben Sie instant retroaktiv Ihren Snapshot erstellt, den Sie eben nicht zum richtigen Zeitpunkt machen konnten, weil Sie den richtigen Zeitpunkt einfach nie kennen. Hier nochmal eine Frage zum Performance-Thema. Erreichen als CDP-Storage SATA-RAID-Systeme, ohne die Performance des Echtsystems zu verringern? Kann ich so nicht hundertprozentig bestätigen, weil auch ein SATA-RAID-System wird zum Beispiel nicht in der Lage sein, ein Flash-System auf äquivalenten Performance-Niveau oder mit einem Flash-System auf äquivalentem Performance-Niveau mitzuhalten. Also man muss hier schon die Kirche im Dorf lassen. Man kann aber sagen, man kann mit etwas abgespeckten Performance-Daten da rangehen. Es sollte aber relativ ähnlich zum Primärspeicher sein. Das Gute an der CDP-Architektur ist, dass es bei uns komplett ins Storage-Tiering eingebettet ist. Und Sie können, wenn Sie also jetzt hier einen Speicher haben oder einen Speicherpool erzeugt haben, der aus mehreren Tierklassen besteht und auf diesen Tierklassen letztendlich CDP anschalten, dann folgt die CDP-Storage-Profilierung, also die Zuordnung in die entsprechenden Tierklassen, dem Profil Ihres eigentlichen Datenbestandes. Also wenn Sie einen Datenbestand innerhalb der Tierklassen auf Flash fixieren, dann wird dann automatisch auch das CDP-Log primär auf Flash abgelegt. Wohingehend, wenn Sie in der Architektur sagen, ja, meine Daten, für die reicht eben SATA-Speicher, also wie das dann bei uns heißt, Archive-Klasse, dann folgt auch das CDP-Log entsprechend dieser Regularien und wird entsprechend dann auch nur auf dem Archive-Speicher abgelegt. Damit können Sie das ganz gut steuern und das passend anpassen. Dann nochmal eine Frage zum Thema, wie wirkt das denn? Wirkt CDP auf den Pool oder auf einzelne virtuelle Disks? Und das hatte ich glaube ich schon gesagt, CDP wirkt auf individuelle virtuelle Disks. CDP kann auch poolübergreifend arbeiten. Also Sie können sagen, Ihr eigentlicher Datenbestand wohnt in Pool 1, während Ihr CDP-Log im Pool 2 wohnt. Und im Falle einer Wiederherstellung schreiben Sie die Wiederherstellungs-Rollback-Points und ausgekoppelten Daten in einen Pool 3. Und Sie können das beliebig miteinander kombinieren, entweder alles auf einen Pool zusammenfallen lassen oder entsprechend weit aufspreizen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Hier nochmal eine Frage zum CDP hinsichtlich Datenbanken. Ja, werden Datenbanken wie MS SQL, MySQL oder Oracle konsistent gesichert? Ja,
Einerseits darüber, dass wir das inhärent tun. Das heißt, wenn man den CDP-Zeitpunkt für alle zurückzurollenden Disk auf die gleiche Datum-Uhrzeit stellt, sind die zueinander konsistent im Gegensatz zum Snapshot, weil wir hier mit den Daten beim Anlanden agieren und nicht, wenn sie, so sage ich jetzt mal, einen Zeitpunkt definieren. Zum anderen haben wir aber auch die Möglichkeit, harte Konsistenzpunkte in den Data Stream zu integrieren, die abrufbar sind, und das hatte ich ja auch gesagt. Die können dann entsprechend über Datenbank-Backup-Skripte injiziert werden in den Datenstrom, und dann haben sie eine Zwangskonsistenz erzeugt, die eine vergleichbare Logik hat wie ein Snapshot-Konsistenzpunkt, aber halt an der Stelle keine echte, sagen wir mal, separate Kopie im ersten Zeitpunkt darstellt, sondern eben nur eine Marke innerhalb des Datenstroms und damit mit einem wesentlich geringeren Impact an der Stelle vorangeht. Da ist eine Frage, ab welcher Version und mit welcher Lizenz ist CDP verfügbar? CDP gibt es in der Sun Symphony schon sehr lange. Also die Versionen, die heute am Start sind, Version 9 und Version 10, haben das alles schon drin. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, in welcher Version 8 das dazu kam. Und in den Vorgängerprodukten, den Legacy-Produkten, also der alten Sun Symphony und der Sun Melody, gab es die Funktionen zum Teil auch schon. Also das ist nichts umfassend Neues. Und lizenztypisch, hatte ich gesagt, ist die Lizenz eben in den größeren Lizenzen von vornherein mit drin. Wer sich bei uns mit dem Lizenzschema auskennt, das ist also bei VL4 und VL5, ist es auf jeden Fall mit drin. Und bei VL3 und kleiner ist es eine Option, soweit ich weiß, die Sie zulizenzieren können. Und bei den Hyperconverged Virtual SAN Lizenzen ist es auch eine Option zum Zukaufen. Also ist erstmal nicht drin, kann aber aktiviert werden. Dann habe ich hier nochmal eine Frage zur Transaktionskonsistenz. Transaktionskonsistenz ist mit CDP ja keinesfalls möglich. Wie sind hier die Erfahrungswerte zur Anwendbarkeit auf Produktivdaten, auch über reine File-Server hinausgehend? Ja, die funktionieren, wie ich gesagt habe. Also wir haben technische Fragestellungen hier hinsichtlich Exchange, Oracle, SQL und so weiter alle schon gehabt. Die funktionieren in Verbindung mit der Zeitjustage einwandfrei. Ein höherer Komfort ist, wie gesagt, mit diesen Konsistenzpunkten gegeben. Diese Konsistenzpunkte müssen dann aber über die Datenbank und über eine entsprechende Backup-Scripting-Logik der Datenbank injiziert werden. Also wenn Sie eine Datenbank in den Backup-Modus versetzen, dann kommt entsprechend so ein Zeitpunkt, wo Sie dann sagen können, jetzt diesen Konsistenzpunkt zum CDP zu signalisieren, und dann ist das damit eingefangen. Also das ist dann durchaus möglich und lässt sich dort auch, da wir eine PowerShell-API haben, mit der das alles steuerbar ist, auch sehr geschmeidig in solche Datenbankarchitekturen integrieren. Können mehrere DataCore-Cluster auf ein CDP-Array zugreifen? Da ist wieder dieses Wort mit dem Cluster. Also zunächst mal, tut mir leid, dass ich darauf bestehen muss, aber ein DataCore-System ist kein Cluster, sondern ein Grid. Und ein CDP-Array im klassischen Sinne, also dass wir hier eine separate Hardware haben, müssen wir ja nicht, ist ja nicht grundsätzliche Voraussetzung. Sie können aber sagen, es gibt einen zentralen Storage, aus dem Sie unterschiedliche Storage-Ressourcen an unterschiedliche Data-Core-Knoten innerhalb des Grids offerieren, und Sie parken dann dort Ihre CDP-Daten drin. Das geht auf jeden Fall. Wenn Sie ein Storage Array haben, was unser Shared Multiport Array Protokoll versteht und spricht, dann können Sie auch auf ein sogenanntes Shared Array im Hintergrund zugreifen und auf einen sogenannten Shared Pool als Ziel für die CDP-Daten. Also das ist durchaus möglich. Hängt aber dann so ein bisschen von den Hardware-Gegebenheiten des Storage-Systems ab. Sie hatten im Slide ein Beispiel mit Schwellwertwarnung bei 0 Stunden Wiederherstellungszeit. Ist dieser Wert nicht zu spät, da kein CDP Restore Point mehr da? Ja, also ich habe in diesem Screenshot einfach keine Daten drinstehen gehabt. Also ich habe das nur exemplarisch herausgezogen. Die Zeit mit 0 Stunden ist natürlich
Blödsinn. Das ist korrekt. Also da muss schon ein relevanter Wert drin stehen. Also man muss da halt irgendwas eintragen. Die Null steht da drin, wenn Sie keine Alarmierung haben wollen, weil eine Null-Wiederherstellungszeit gibt es dann faktisch nicht. Und Null bedeutet, Sie haben keine Alarmierung. Das heißt, immer dann, wenn Sie aber eine Restzeit eintragen, ist das letztendlich ein Alarmschwellwert. Und da muss schon was Vernünftiges rein. Das ist vollkommen richtig. So, da die Software auf irgendeine Weise ja im Netzwerk läuft, wie wird verhindert, dass die erstellten Sicherungspunkte selbst verschlüsselt werden, zum Beispiel durch Befall auf inaktiven UNCs? Ja, die Thematik ist natürlich eine klare Fragestellung. Ja. Grundsätzlich schlagen wir vor, dass unsere Datacore-Server nicht von der Putzfrau und jedem x-beliebigen Mitarbeiter des Unternehmens administriert werden sollten. Das heißt, dass es dort eine sehr restriktive Zugangslogik geben sollte. Also zum Beispiel auch nicht unbedingt im Single Sign-On drinstehen müssen, diese Dinge, sondern durchaus administrativ in der DMZ. Zum Storage hat ja so auch nicht jeder Zugriff. Die Daten selbst, sprich die Restore Points, Rollback Points und so weiter, sind aber keine Dateidaten. Das heißt, wir haben eine umfassende Protection auf einer sehr tiefen Blockebene innerhalb des Servers, auf dem wir laufen, wo so ein Angreifer wie eine Ransomware gar keine Dateien sieht, mit denen er umgehen könnte. Also wir arbeiten mit den Storage-Architekturen im rohen Modus. Und eine Ransomware kann da eben nicht rein. Ja, und damit ist ein Befall auch ausgeschlossen. Also wir haben da auch so gut wie keine Themen mit irgendwelchen Virenangriffen, weil, ja, wie gesagt, da keine Dateien liegen, auf die das System zugreifen könnte. Würde jetzt unsere Konfiguration verschlüsselt, ja, ist es auch nicht weiter dramatisch, weil dann können Sie einfach ein Backup wieder einspielen von einem Tag vorher oder sowas und das System hat alle relevanten Daten innerhalb der Pools gespeichert. Das heißt also, die wichtigen Daten zu der Wiederherstellung sind integral in den Datenpools innerhalb dieses Raw-Levels abgelegt. Und wenn Sie ein Backup vom Vortag einspielen, dann weiß das Backup vom Vortag an der Stelle einfach nur, ja, das ist die Zuordnung der Platten auf globaler Ebene. Innerhalb der Platten, Recovery-Log-Daten und so weiter, sind alle dann aber auffindbar aus dem, was der Restore dann an Storage wieder vorfindet. Das heißt, das ist ein sehr entspanntes Vorgehen. Und sollte ein Datacore-Server tatsächlich von Locky encrypted werden, dann installieren Sie den einfach neu und dann kommen Sie an Ihre Daten wieder ran. Also das ist wirklich kein Schmuh, das ist tatsächlich so. Ja, da geht auch die nächste Frage hin, können die CDP-Daten von Ransomware verschlüsselt werden? Ja, also die werden ja sogar verschlüsselt. Nur sie rollen innerhalb des CDPs eben so weit zurück, bevor die Verschlüsselung aktiv wurde. Also das CDP nimmt ja auch dann diesen Verschlüsselungsevent tatsächlich mit. Das Log selbst geht aber nicht kaputt dabei, sondern das nimmt es einfach wie ein Schreibvorgang auf. Und in dem Moment, wo Sie dann an die Stelle in Ihrem Datenstrom zurückfahren, bevor dieser Schreibvorgang begonnen hat, sind die Daten dann wieder gut. Ich hoffe, ich habe die Frage dann in der Sache richtig erklärt bezüglich der Fragestellung. Wie sieht es mit SQL in Virtual Machines aus? Ja, genauso. Also das ist alles das gleiche Thema. Wir sprechen immer über die gleiche Problematik, wir sprechen immer über die gleiche Konsistenzpunktfindung. Das macht keinen Unterschied, ob eine virtuelle Maschine den SQL-Server ausführt oder ob die virtuelle Maschine auf Bare Metal läuft. Das ist immer das gleiche Thema. So, nochmal eine Frage zur Hardware. Wir haben ein altes Storage-System. Können wir das nutzen, um die CDP-Daten aufzunehmen? Wenn ja, wie wird das System am besten eingebunden? Ja, Sie können jedes beliebige Storage-System nehmen. Und je nachdem, wie es angebunden wird, über Fiber Channel oder iSCSI oder über SAS oder
was auch immer das Ding eben ist, binden Sie es an einen Data-Core-Knoten an mit den entsprechenden Verbindungen, also entweder über einen Fiber-Channel-Switch oder über einen Ethernet-Switch, wenn es um iSCSI geht, oder wenn es ein SAS-Attached-Array ist, dann muss eben eine SAS-HBA-Karte im Data-Core-Server verbaut werden, Stecker aufstecken und dann ist das Array dran. Und dann können Sie das entweder in einen bestehenden Pool einbinden und diese Kapazitäten nutzen, oder Sie sagen, dieses Array wird ein separater CDP-Pool und schicken dann eben Ihre CDP-Daten zu diesem separaten Pool. Ja. Dann hier, kann man die Daten auf mehrere Ziele wiederherstellen? Ja, das kann man tatsächlich tun. Also man kann sagen, ich schreibe einen Recovery- oder Rollback-Punkt auf den Pool A und einen zweiten Recovery-Punkt auf den Pool B und einen dritten auf den Pool C. Das kann man also problemfrei tun. So, dann haben wir hier noch eine. Wird DataCore irgendwann Richtung VMware Storage eine Lösung anbieten? Integration von VMFS, NTFS etc. Hierdurch würde sich zum Beispiel Features wie CDP-Replikation verbessern. Die meisten Kunden haben in einer Loon mehrere VMs und somit wird CDP auf mehrere VMs angewendet. Ja, VVOLS wäre für VMware-Lösungen, aber nicht für Hyper-V-Volume. Ja, also da gibt es Möglichkeiten. Also zum einen ist VVOL natürlich ein Weg raus aus dem VMFS-Dateisystem. Bei Windows raus aus dem NTFS gibt es nativ nur die Möglichkeit, eben einzelne virtuelle Disks zu provisionieren. Grundsätzlich ist es aber kein Hinderungsgrund, da ich ja erklärt habe, dass ich diese Dateisysteme einfach dann konkurrierend anmounten kann und dann die einzelnen VHDs oder VMDKs daraus kopieren kann, um Maschinen wieder live zu nehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Zum anderen ist es so, dass wir bei VMware mit VVOL hier eine Integration haben und VVOL CDP schützbar sind. Das andere ist, dass aktuell an der Integration in System Center Virtual Machine Manager gearbeitet wird für die Microsoft-Provisionierung und die Strategie dort von Microsoft in dem Moment, wo man so eine Storage-Provisionierungslösung hat, ist, dass man nicht mehr mit VHDs und einzelnen Dateisystemen notwendigerweise arbeitet, sondern aufgrund dessen, dass das eine umfängliche Orchestrierung ist, dann mit einzelnen Virtual Disks hantiert wird, die im direkten Zugriff der entsprechenden VM-Instanzen vom Hyper-V stehen. Da wird es mehr Informationen geben Mitte, Ende Juni. Und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, dass auch an der Stelle dann CDP auch granular pro einzelnem Disk-Objekt dann anwendbar wäre, auch aus Sicht des Hypervisors heraus. Wobei das aber nicht unbedingt notwendig ist. Da gab es nochmal eine Rückfrage zum Thema CDP-Rollback-Dauer, 14 Tage maximal. Ja, ist korrekt, also die maximale Rücksprungdauer sind 2 Wochen, egal wie groß ich das Log spezifiziere, weil das von der Indizierung, vom Zeitstrom, den wir abbilden können, im Moment das Maximum ist. So, dann kommen wir langsam zum Ende der Fragen. Wenn CDP genutzt wird, sind dann noch Windows-Volume-Schattenkopien auf File-Servern erforderlich? Möglicherweise ja, weil Shadow-Copies halt durch den Benutzer direkt abrufbar sind, also Folder-Shadow-Copies und so weiter, das CDP aber ja einen administrativen Eingriff erfordert. Das heißt, dort muss eine Platte angereicht werden. Je nachdem, welche Komfortzone Sie für die Anwender offerieren wollen, wie gesagt, sind dann eventuell die Shadow-Copies doch noch notwendig. So, da geht es weiter. Wie sieht es mit dem Support seitens der Softwarehersteller und deren Applikationen aus? Sprich, supportet zum Beispiel Microsoft eine mit CDP wiederhergestellten Exchange oder SQL-Datenbank? Naja, klar, was sollen die da supporten? Ich meine, wenn das Ding wiederhergestellt ist und der Server wieder läuft, dann läuft er. Da gibt es ja dann für Microsoft nichts mehr zu supporten. Und das ist genauso wie eine Wiederherstellung vom Tape oder was anderem. Ja, also von daher
grundsätzlich ist das ein wiederhergestellter Datenbestand und gut ist. Nächste. Angenommen, man aktiviert CDP für eine Loon, auf der ein virtueller File-Server läuft. Wie groß muss ich mir die CDP-Daten vorstellen, wenn der Server 200 GB HDD zugewiesen hat? Keine Ahnung. Das hängt davon ab, wie viel da täglich rein oder wie viel üblicherweise in 14 Tagen geändert wird. Also wenn auf den 200 GB in 14 Tagen 1 Terabyte Umweltvolumen stattfindet, dann muss das CDP-Log eventuell 1 Terabyte groß sein. Wenn in den 2 Wochen auf dem 200 GB HDD-Space aber nur 5 Gig geändert werden, dann ist es eben nur 5 Gig groß, das CDP-Log. Das ist aber kein Drama. Also man kann dieses CDP-Log zunächst mal laufen lassen für eine Woche oder zwei und dann gucken, wie mit dem vorgeschriebenen Datenvolumen für das Log, welcher Zeitraum erreicht wird. Und über einen einfachen Dreisatz kann man dann hochrechnen, wenn ich eine bestimmte Zielzeit erreichen will, wie muss ich dann mein Log justieren. Und dann gebe ich einfach eine größere Größe für den Logspace vor und dann dehnt er den aus und Sie sehen dann, wie die Zeit anwächst. Verändert sich das Umweltvolumen auf den Datenplatten, wird der Zeitraum auch sich wieder verändern. Das heißt, er wird dann eventuell wieder einschrumpfen und wieder anwachsen bis auf 2 Wochen. Aber in dem Bereich können Sie dann da einfach sehr flexibel agieren und auch immer mal wieder nochmal eine Schippe drauflegen, um das Log zu vergrößern. Also da ist nichts in Stein gemeißelt. Sie können das jederzeit neu definieren. So, nächste Frage. Wäre der CDP-Rücksprung dateiweise oder Speicher- bzw. Loonweise? Also könnte ich einzelne Dateien zurückspringen? Sie springen immer mit einer kompletten Disk, also mit einer kompletten Loon zurück, auf der dann alle Dateien letztendlich in diesen Zeitpunkt zurückspringen, aber sie springen nicht mit ihrem aktiven Datenbestand zurück, sondern sie erzeugen eine zusätzliche Disk-Instanz aus der alten Zeit, die sie parallel öffnen können zu ihrer Jetzt-Zeit und dann können sie da reingucken und nur zielgerichtet die Dateien, die sie gerne in der Jetzt-Zeit wieder hätten, aus der alten Zeit zurückspringen. Kopieren. Also wir sind hier sehr nah an der Zeitreise mit dem einzigen Einschränkung, wir können nur zurück. So, dann hier, wenn ich CDP auf einem SSD-Pool aktivieren will, ist es empfehlenswert, auch CDP-Änderungsdaten auf SSD wegzuschreiben? Ja, das ist empfehlenswert. Nächste. Zählt die Größe des CDP-Speichers zur lizenzierten Gesamtkapazität? Ja, das tut sie auch. Gut, das waren zwei einfache Fragen. So, jetzt hier geht es anscheinend nochmal um eine Rückfrage. So, schwierig vorzustellen, wenn in der Loon eine VM läuft und darin die Daten befallen werden. Wie würde der Restore denn hier aussehen? Ich glaube, ich hatte es schon erklärt, aber ich erkläre es einfach nochmal. Wenn ich eine Loon habe mit 10 laufenden virtuellen Maschinen und eine wird befallen und die ist entsprechend kaputt, dann erzeuge ich einen Rollback-Punkt zum Zeitpunkt, wo diese Maschine eben noch nicht befallen war. Und dieser Rollback-Punkt existiert parallel zu meinem Datenbestand, in dem die Maschine kaputt ist. Diesen zweiten Datenbestand öffne ich, finde dort meine virtuelle Maschine in einem Zustand, wo sie nicht befallen ist. Ich starte diese virtuelle Maschine in dem Zustand, wo sie nicht befallen ist, schaue sie mir an, ob sie mir gefällt, und kopiere dann diese virtuelle Maschine live oder offline an die Position zurück, wo mein jetzt kaputter Datenbestand mit den befallenen Daten liegt. Also ich lösche dann die befallenen Daten und kopiere den Zustand, nur diese eine VM, auf meinen Live-Bereich zurück. Das bedeutet, dass diese eine von 10 VM dann wieder in Ordnung ist. Die anderen 9 hat das überhaupt nicht interessiert. So. Wenn ich CDP für eine Disk wieder abschalte, werden die CDP-Daten automatisch wieder gelöscht?
ja, das, dieses Log wird aufgelöst. Die darin gepufferten Daten werden in die eigentliche Live-Disk, wenn man so will, eingewoben, eingeflochten. Und der Datenbestand wird dann freigegeben, indem dieses Log vorher gehalten worden ist. Ja, also die gehen dann in den Pool zurück. Ja, das passiert dann vollautomatisch. Gut, dann habe ich es doch tatsächlich überstanden. Ich danke allen, die wirklich bis zum bitteren Ende durchgehalten haben. Ich bin begeistert. Also ich habe selten so eine hohe Anmeldezahl für einen Webcast gehabt und auch selten so viele Leute, die bis zum Schluss, bis zur letzten Frage durchgehalten haben. Dafür vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen allen ein exzellentes Wochenende und bis zu einem der nächsten Webcasts. Ciao.